Hi, Frau Kramer hier vom Videocheck und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe ja nicht auf, ich bin nicht der typische Elektrogrill-Typ, sondern ich stehe eher auf sowas hier, mit Kohle ordentlich und das macht richtig Spaß zu grillen. Es gibt natürlich verschiedene Elektrogrills und warum nicht alle geeignet sind, möchte ich auf jeden Fall mit euch in diesem Video klären. Ich habe hier den Smokeless Grill und den checken wir nach dem Intro mal ab. Super, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt und ein Elektrogrill ist und bleibt ein Elektrogrill. Also er wird niemals den Kohlegrill ersetzen, ganz klar. Es gibt aber Situationen zu Weihnachten oder wenn es draußen regnet und so weiter oder ihr habt einen Balkon und da geht das wirklich nicht anders. Da ist ein Elektrogrill nun mal der Hit. Das Problem bei den meisten Elektrogrills, ich zeige euch das mal ganz kurz, ich male euch das einfach mal auf. Pass auf, das hier ist jetzt der Grill und unter dem Grill läuft meist eine Heizschlange. Sorry, ich habe den schon benutzt, konnte es nicht abwarten. Seht ihr diese Heizschlange? Da tropft das Fett drauf und es kommt schlagartig zur Fettverpuffung. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und hier ist es bei diesem Grill so, wie ihr schon gesehen habt, wir haben hier eine doppelte Wirkung. Einmal haben wir natürlich unser Heizelement und wir haben hier Metall, das wird mit aufgewärmt. Somit haben wir nicht nur die Wärme, die von dieser Spirale abstrahlt, oder Schlange, Heizschlange, sondern es wird gleichzeitig auch der Grillrost mit erhitzt, wie es beim richtigen Grillen ja eigentlich auch ist. Das Dumme beim typischen Elektrogrill, das könnt ihr nicht in die Spülmaschine packen. Hier habt ihr eure Elektroeinheit, die könnt ihr abnehmen und das Ganze in die Spülmaschine packen. Jetzt kommt der nächste Clou. Ihr sagt ja, ja, jetzt wird es unten nämlich heiß. Und ja, es wird in dem Unterteil heiß. Hier unten macht man einfach Wasser rein und so tropft das Fett ab, kühlt sich ab und fängt nicht an zu verdampfen. Das heißt auch kein Geruch, als wenn man sich das Bein am Auspuff verbrannt hat. Jeder, der Motorrad fährt, hat das schon mal gerochen. Das hier die Steuereinheit. Keine Angst, ihr kriegt hier keinen Stromschlag. Das ist nur der Nullleiter, der Sicherungsleiter. Die anderen sitzen verborgen ganz tief weit hinten, sodass man mit dem Finger auf jeden Fall nicht rankommt. Hiermit kann man die Temperatur regeln. Ich persönlich bin ein Typ, der auf volle Pulle stellt. Da ich den Grill schon im letzten Video getestet habe, weil ich sowieso meine Fleischbestellung bekommen habe, würde ich sagen, machen wir mal Spiegelei und Toast. Und das funktioniert natürlich auf dem typischen, handelsüblichen Grill nicht. Und dafür gibt es hierbei extra nochmal diese Oberfläche. Das ist so ähnlich wie Raclette Deluxe. Das Ganze hier an der Seite wieder einmal einstecken, den Schalter auf On stellen und schon erwärmt sich die Brutzelbude. Wir haben euch jetzt auf jeden Fall schon die Situation, wir haben es mal gerade 5 Sekunden an und das wird schon richtig heiß. Auch hier verteilt sich die Hitze, also nicht nur über der Heizschlange, wie es beim Raclette Grill so ist. Wer das kennt, beim Raclette Grill verläuft unter auch so eine Schlange. Das Metall wird angestrahlt und dann kann man oben das Fleisch garen. Hier haben wir natürlich den Vorteil, die Heizschlange sitzt direkt dran. Und es kann schon fast losgehen. Das ist so eine Anti-Haft-Beschichtung, da kann man wirklich auch mit dem Messer oder mit der Gabel rüber grubbern. Schöner ist natürlich, wenn man Plastikbesteck hat, aber Metall macht hier wirklich nichts aus. Klarer Vorteil auf jeden Fall, es haftet natürlich auch nichts an. Beim normalen, beim herkömmlichen Grill haben wir das immer, dass da etwas noch an der Pfanne haftet. Und ich würde sagen, wir schmeißen mal unser Ei drauf. Also wir haben die jetzt noch nicht mal für 2 Minuten in Betrieb und wir sehen schon, Das Eiweiß fängt schon an zu gerinnen und dann wollen wir gleich mal gucken, ob das auch lecker was wird. Also beim Fleisch hat es richtig gut geklappt. Wir haben das Ganze mit Rindfleisch getestet und es hat nicht angeklebt, nicht irgendwie, es ist nicht angebrannt und es war richtig klasse. Also von daher 10 Punkte. Die Grillfläche beträgt jetzt 47 x 48 cm. Das Gerät hat eine Höhe von rund 8 cm und 1000 Watt haben wir im Verbrauch. Man sieht auf jeden Fall hier die Rückstände, da bappt nichts fest. Das ist wirklich eine 1A-Geschichte. Ihr seht, das funktioniert auch ohne Fett. Mit Fett geht es natürlich noch schöner ab, aber die Pfanne ist hinterher relativ schnell sauber. Es war nur eine Demonstration, damit man sieht, wie die Anti-Haft-Beschichtung arbeitet. Ich denke mal, das Ergebnis kann ich sehen lassen, bis auf das vergewaltigte Ei. Aber es kommt ja auch immer auf den Geschmack drauf an. Die Vor- und Nachteile vom Smokeless Grill. Das Kabel ist mit 1 Meter viel zu kurz. Man braucht immer eine Verlängerung. Und das nervt so ein bisschen, ist schön dick
Und auch dieses Konzept, dass man dieses Netzteil da rausnimmt und dass man dieses ganze Gerät hier quasi in die Spülmaschine reinstecken kann, das finde ich natürlich super. Weil keiner hat Bock hinterher, die Kacke noch zu schrubben in der Spüle und so weiter. Preis-Leistung muss man ganz klar sagen, das oberes Mittelfeld. Muss jeder wissen, man bekommt natürlich was dafür. Die Haftbeschichtung ist super, man kann da auch mit Metallbesteck drauf arbeiten und so weiter, ohne dass man Angst haben muss, dass die Beschichtung sich da gleich runterpellt und man Krebs oder irgendwas kriegt. Ein ganz großer Vorteil ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Innerhalb von 2 Minuten können wir loslegen. Wir brauchen nicht ewig warten. Wir müssen keinen Grill rausschrubben. Wir haben kein Fett, was auf diese Heizspirale raufspritzt. Wir haben eine Spirale direkt an den Grill mit anliegt und somit die Wärme noch besser verteilt, besser leitet. Und von daher gebe ich 4,5 Sterne von 5 möglichen. Und wer sich für interessiert, ich habe euch den Link unter dem Video in die Infobox mit reingepackt. Und als kleines Dankeschön für meine Arbeit würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck mit einem neuen Test von einem neuen Produkt. Macht's gut!